Super. Also, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu. Das letzte Mal hatten wir das fünfte Haus und da habe ich ja gesagt, ja, das kann so ein locker, flockig, lustiges Haus sein. Aber anhand des Horoskops von Joschka Fischer haben wir gemerkt, dass, naja, das kann halt, also was dem einen Spaß ist, ist dem anderen Qual. Man steckt in den Leuten immer nicht drin. Aber es gibt selbstverständlich Häuser, die schon per se eher etwas Anstrengendes haben können. Und das sechste Haus gehört dazu. In der hellenistischen Astrologie habe ich euch ja mal erzählt, die haben ja sozusagen nur die Hauptaspekte gezählt und Quinkungs- und Halbsextil galten in der hellenistischen Astrologie sozusagen als eine Art Energieräuber. Die sind da ganz anders dran gegangen. Und weil ich ja viel übers achte Haus geforscht habe und unter anderem das Buch geschrieben habe. Das sechste Haus hat einen ähnlichen Winkel, also hat zum Aszendenten auch einen Quinkungswinkel. Und ja, ich finde ja immer, als moderner, psychologisch deutender Astrologe gibt es ja dieses Positiv, Negativ, Glück gehabt, Pech gehabt, nicht. Und das sechste Haus muss man insofern etwas facettenreicher aufziehen und natürlich wie alle Lebensbereiche, also wertschätzend behandeln. Ja, also wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein vollbesetztes sechstes Haus, heißt das, dass ich krank werde? Dann ist die Antwort natürlich nein. Na? Sondern das hängt immer davon ab, wie die Planeten gestellt sind, wie der Herrscher gestellt ist und natürlich, wie man für sich sorgt. Also, ich habe mal so eine kleine Übersicht gemacht. Das ist übrigens, das habe ich in, das ist noch aus meiner Londoner Zeit und ich fand das so bezaubernd. Hier steht, Dear Stress, let's break up. Also, da möchte jemand mit dem Stress sozusagen Schluss machen. Und das ist für mich so eine Art Mantra. Ich habe ja Mond im sechsten Haus und in Wassermann dann auch noch, deshalb also so sich Stress machen und nervös sein und so, das ist mir durchaus nicht fremd. Und weil ich ja so viele luftige Menschen in meinem Leben habe, gerade so Zwillinge, die mir dann immer sagen, so Martin, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird, oh, was du dir immer für einen Kopf machst und nimm's doch mal lustig und so, das ist natürlich das andere Extrem. Aber manchmal tut das so seine Wirkung. Deshalb ist das für mich zum Beispiel ein gutes Mantra und ich finde, das passt wunderbar ins sechste Haus. Denn wenn wir irgendwo Stress platzieren sollten, dann würde ich sagen, potenziell kommt Stress, also als Kehrseite der Medaille von Anregungen und Inspiration im Alltag, natürlich da rein. So, also das sechste Haus im Horoskop repräsentiert jene Lebensbereiche, die mit Arbeit, Gesundheit und täglichen Routinen zu tun haben. Es geht hier um die Art und Weise, wie also wie Individuen Verantwortung übernehmen, ihre Dienstleistungen an andere gestalten und ihre eigene Gesundheit pflegen. Wie die anderen zwei Erdhäuser auch, also 2 und 10, gibt das sechste Haus oft Auskunft darüber, wie wir uns sozusagen im Beruf dahingehend einbringen, als dass wir zum Beispiel bereit sind, zu dienen, zu unterstützen, also Neudeutsch würde man sagen, zu supporten und ja, wie man sich ins Team einbringt und wie man sich nützlich macht. Und das kann man sowohl in einem Team machen, auf der Arbeit, das kann aber auch schon losgehen, wenn man morgens aufsteht und irgendwie schmutzige Wäsche einsammelt, sich die Zähne putzt, einen Zettel macht, was man einzukaufen hat und. Deshalb, das sechste Haus umgibt uns jeden Tag und abends mit Beleuchtung. Das lässt sich, also there is no escape. Und das macht das sechste Haus manchmal so anstrengend, weil wir natürlich. Na, das ist der Grund, warum wir in Urlaub fahren oder Hobbys haben oder Fernseh gucken oder essen gehen, sozusagen, um dem Alltag auch zu entfliehen. Es gibt aber auch Leute, die sozusagen zum Alltag, zum Dienen, zum Arbeiten, um sich nützlich machen, eine ganz andere Einstellung haben, nämlich eine sehr positive. Und dann würde man jetzt nicht unbedingt
immer nur ein negatives Vorzeichen vor das sechste Haus tun. Deshalb nochmal Vorsicht. Wir versuchen, diese Lebensbereiche möglichst wertneutral zu betrachten. Ja, so. Und psychologisch gesehen spiegelt dieses Haus unsere Fähigkeit, wieder Ordnung in unser Leben zu bringen. Ja, wir erinnern uns, das sechste Haus analog zum Tierkreiszeichen Jungfrau. Aber natürlich hat nicht jeder Jungfrau an der Spitze des sechsten Hauses, höchstens wenn man Widder als Aszendent hat. Und insofern, also ihr findet manchmal in der Literatur sowas wie Merkur als natürlicher Herrscher, ne? Jungfrau des sechsten Hauses, aber das ist dann sozusagen kollektiv. Aber jedes Horoskop hat ja ein anderes Tierkreiszeichen an der Spitze des sechsten Hauses. Und so würde man, und das werde ich heute auch mit euch durchdeklinieren, haben wir durchaus auch andere Herrscher da. Ja, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich habe Mond in Wassermann und der Wassermann schneidet auch das sechste Haus an. Insofern ist Uranus bei mir der Herrscher des sechsten Hauses. Uranus steht bei mir im zweiten Haus, was auch wieder auf eine freiberufliche Tätigkeit hinweist. Und durch den Mond im sechsten Haus bin ich schon immer, schon als Kind, ich habe mich gerne nützlich gemacht. Ich habe ja auch noch Jungfrau-Aszendent und nicht, weil ich irgendwie masochistisch veranlagt bin oder nicht weiß, wie man Spaß hat im Leben, sondern einfach, das ist lustvoll für mich. Ich mache mich gerne nützlich und deshalb glaube ich auch, dass ich ein guter Dienstleister bin. Ich kann mich in andere Menschen einfühlen und es macht mir gute Laune, anderen auch was Gutes zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich völlig altruistisch bin. Ich freue mich natürlich auch, wenn andere Leute mir was Gutes tun. Das bleibt sicher unbenommen. Aber durch den Mond, das werden wir gleich nochmal besprechen, ist es sozusagen, hat das damit zu tun, wie ich mich wohlfühle. Und das muss ich in meinem Leben immer im sechsten Haus suchen. Insofern ist die Art und Weise, wie ich meinen Alltag regel, wie ich auf meinen Körper und meine Ernährung achte, schon nicht unwichtig, ja. Also, es offenbart, wie wir mit Stress umgehen, unsere Gewohnheiten pflegen und wie detailorientiert oder pflichtbewusst wir sind. Okay, das ist ja nochmal dieses Rad, was ich im Internet gefunden habe. Und hier möchte ich immer nochmal gucken, bin ich hier auf der richtigen Spur oder habe ich hier was übersehen oder gibt es hier etwas, was andere Astrologen damit reinknallen, wo ich denke, so, naja, okay, weiß ich jetzt nicht. Also, ich lese es nochmal vor. Also, Gesundheit, Arbeit, Routinen. Was ich sehr interessant finde, hier steht unforeseen circumstances, also unvorhergesehene Umstände. Ja, und da würde ich sagen, ich meine, welcher Tag bringt keine unvorhergesehenen Umstände? Also, deshalb muss man da natürlich auch flexibel für aufgestellt sein. Was ich auch interessant finde, ist, warte mal, irgendjemand hat sein Mikro noch an. Warte mal, ja, hier, das muss ich mal eben. So, sonst knittert immer irgendwas im Hintergrund. Also, Responsibilities in your everyday life, ja, also Verantwortung. Self-care finde ich sehr wichtig. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo durch Ernährung und Allergien über Yoga und Bandscheibenvorfall, also eigentlich, das macht das sechste Haus einfach sehr präsent. Ich glaube, es gibt einfach überhaupt keine Möglichkeit, das sechste Haus irgendwie auszublenden. Jeder von uns muss duschen, muss sich Klamotten kaufen, muss sich die Zähne putzen, muss sich entscheiden, was und wie er isst, ob er zum Sport geht oder nicht, ob er zum Arzt geht oder nicht und. So. Jetzt kommen hier auch Haustiere rein. Sehr interessant. Haustiere sind ja sozusagen Gefährten in unserem Leben, also für die wir Verantwortung übernehmen, mit denen wir unseren Alltag teilen. Und es ist ja also wissenschaftlich sehr gut beforscht, dass Haustiere auch einen sehr, sehr positiven Einfluss auf unsere mentale Gesundheit haben, Blutdruck, sowas. Und deshalb passt das hier sehr schön ins sechste Haus. Acts of Service hatten wir, Healthy Diet, ja, Overall Diet, How You Care. Da fehlt was.
How to take care, egal, how of your body. Okay, also wir haben nichts vergessen. Das finde ich natürlich gut. Und jetzt wollte ich mit euch einmal so, also ich habe euch zwei ganz spannende Horoskope mitgebracht, aber ich wollte einmal mit euch durchtackern sozusagen, wie man die einzelnen Planeten im sechsten Haus deuten könnte. Und wie immer ihr wisst, es hängt davon ab, sind noch andere Planeten da drin, wie ist der Herrscher gestellt und wie sind die jeweiligen Planeten aspektiert. Aber, also ihr wisst ja alle, dass neben der Vaterfigur die Sonne vor allem auch das Selbst und die eigene Identität, also das eigene Bewusstsein, wer bin ich, was macht mich aus? Und wenn die Sonne in 6 steht, dann ist das Selbstgefühl, die Identität eng damit verbunden, wie der Alltag läuft, wie unsere Ernährung, wie unsere Gesundheit, wie unsere Routinen funktionieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir da mit Sonne in 6 zum Beispiel auch völlig verpeilte, chaotische Menschen finden könnten. Zum Beispiel, wenn noch Uranus oder wenn noch Neptun da im Spiel sind, aber natürlich steht und fällt diese Sonnenidentität mit den Alltagsbelangen des sechsten Hauses. So, ich habe euch ja gesagt, das hat auch viel mit Dienen zu tun und mit sich nützlich machen. Und dadurch kann man sozusagen auch seinen Selbstwert generieren. Ich habe euch ja gesagt, ich habe jetzt Mond und nicht Sonne, aber natürlich freue ich mich, wenn ich ein guter Dienstleister bin. Also, jetzt mit Mond habe ich ja schon eingangs gesagt. Ja, ich habe euch ja, glaube ich, mal erzählt, dass überall, wo der Mond steht, man Schwankungen unterworfen ist. Der Mond nimmt zu, der Mond nimmt ab. Das heißt, da, wo der Mond ist, also auf Englisch Moon, Moody, ist man ja auch Stimmungsschwankungen unterworfen. Dann ist man vielleicht launisch und neigt höchstwahrscheinlich zu psychosomatischen Symptomen. Auch hier wieder, man kann die Münze umdrehen. Menschen, die empfindsame Planeten in diesem veränderlichen Erdhaus haben, haben auf der einen Seite natürlich die Veranlagung, empfindlicher zu sein als andere Menschen. Also mit Mond in 6 hat man wahrscheinlich keine betonharte Konstitution. Aber wenn man gut für sich sorgt, dann kriegt man das schon verpackt. Wichtig ist einfach zu realisieren, dass die Belange des sechsten Hauses, und da hat natürlich jeder auch eine andere Frustrationstoleranzgrenze. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sehr zwanghaft sind. Da muss sofort jeder Teller, der benutzt wurde, sofort abgewaschen und wieder in den Schrank. Also es kann um Ordnung gehen, es kann aber auch um Hygiene gehen. Ich habe als Marktforscher ja viele Leute, viele Jahre auch Menschen mit irgendwelchen Kamerateams zu Hause besucht, also sogenannte Studien. Und da bin ich manchmal auch vom Glauben abgefallen. Also manche Leute sind wirklich also so derartig sauber und ordentlich, da kann man vom Fußboden essen. Manche Leute sind wirklich regelrechte Messis. Auch hier wieder, das ist ein subjektives Empfinden, was für den einen schon total schlampig ist und ekelhaft ist, für den anderen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder eine Wohnung kann zum Beispiel, genau, also das sechste Haus hat hier auch eine Affinität zum vierten Haus. Sozusagen unser Umfeld, also wie sauber und ordentlich wir sind, also am Arbeitsplatz, aber auch zu Hause, weil wir ja in einem Zeitalter leben, wo Homeoffice immer mehr verbreitet ist. Und insofern muss man da gut auf sich aufpassen. Es kann zum Beispiel auch sein, dass solche Menschen am Arbeitsplatz sehr empfindsam darauf reagieren, wenn zum Beispiel der Kollege, ich meine, also wenn ich mir das vorstelle, ich müsste in einem Großraumbüro arbeiten, ich glaube, ich würde lieber aus dem Fenster springen. Die paar Male in meinem Leben, wo ich fest angestellt war, als Schauspieler, ich habe das total gehasst, also sozusagen abhängig davon zu sein, wie andere Menschen meinen Arbeitsalltag strukturieren. Das kann sehr lustvoll sein, das kann aber auch sehr chaotisch sein und sehr qualvoll. Diese Fremdbestimmung, ja. Das heißt, Menschen mit Planeten im sechsten Haus müssen zum Beispiel sehr gut darauf aufpassen, in welchem Arbeitsverhältnis sie stehen. Also ich, obwohl das viel mit
Unsicherheit zu tun hat und ich bin Stier mit Jungfrau-Aszendent, passt eigentlich nicht so gut dazu, aber ich brauche einfach so ein Gefühl von Freiheit. Ich bin gerne mein eigener Chef. Wie gesagt, ich bin ein guter Dienstleister, aber ansonsten entscheide ich das alles gerne selber. Für andere Leute wäre das der absolute Horror, nicht zu wissen, wann das Gehalt kommt, dass man nicht, wenn man krank ist, dass man trotzdem sein Gehalt kriegt, dass man keine Rente kriegt und. Das muss man natürlich abwägen. Menschen kommen oft mit Belangen des sechsten Hauses zu mir. Das sind typische Belange, wenn da die Hütte brennt, dass man zum Astrologen geht, was weiß ich, entweder für die Arbeit, sechstes Haus und oder die Gesundheit. Ja, das sind halt typische Belange. Auch wenn man einen Transit durchs sechste Haus hat, ja, das kann den Alltag schon durcheinander wirbeln. So, mit Merkur ist man, was die Neugier angeht, die Informationsaneignung, aber auch den Kommunikationsaustausch mit der Umwelt sehr auf solche Themen fixieren. Ich war jetzt wieder in Berlin zum Arbeiten, da meine Paartherapiepraxis, und da hatte ich zum Beispiel auch ein Paar, wo er irgendwie super genial 40 Leute unter sich, reist um die Welt, Marketing, PR, also muss wahnsinnig doll sich zusammenreißen und jeden Tag Entscheidungen treffen. Und wenn er nach Hause kommt, möchte er eigentlich nur noch Spiegel Online auf seinem Laptop gucken und irgendwelche Videospiele und so. Und seine Frau sitzt zu Hause und hat schlechte Laune. Und ich habe jetzt rausgearbeitet, dass also natürlich, wenn er so eine wahnsinnig tiefe Verachtung dafür hat, Smalltalk oder sich über Alltagsangelegenheiten zu unterhalten. Was gibt es heute zu essen? Oh, wir brauchen eine neue Waschmaschine. Und. Er hat einfach eine grenzenlose Verachtung dafür gehabt. Und ich habe ihm jetzt versucht beizubringen, dass natürlich so diese Arbeitspersönlichkeit, die auf 8 Milliarden Volt geschaltet ist, wenn die nach Hause kommt, brauche einfach ein Ritual, um dann alltagstauglich, aber privat zu sein. Und da haben wir jetzt ein paar Übungen rausgearbeitet. Ich hoffe, dass Sie das befolgen. Meine Arbeit gerätscht manchmal auch in so eine Art Coaching- und Lebensberatungsbereich. Und ich finde tatsächlich, Merkur und auch gerade das sechste Haus hat viel damit zu tun. Also mit unserem Fokus können wir auf sogenannte banale Themen umschalten. Wie gesagt, was gibt es zu essen? Ich muss den Tierarzt anrufen, solche Sachen. Oder haben wir da so überhaupt gar keine Lust zu? Und das hat natürlich, also in Partnerschaften oder auch mit Kindern oder mit Eltern, kann es da zu bösen Verwicklungen kommen, wenn man mit Menschen zusammen ist, die mit dem sechsten Haus so ganz anders verbandelt sind, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. So, mit Venus im sechsten Haus hat man dann natürlich einen anderen Anspruch. Es muss ästhetisch sein, es muss harmonisch sein. Man ist da wahrscheinlich auch eher friedliebend und harmoniesuchend unterwegs, aber Venus ist ja auch ein sozialer Planet und kann deshalb auch viel damit zu tun haben, dass man vielleicht Leute zusammenbringt, ja. In jedem Team, in jedem Büro sucht sich ja jemand bewusst oder unbewusst so seine Rolle. Und wenn jemand dann Venus im sechsten Haus hat, das kann dann die Person sein, die immer für frische Blumen und Süßigkeiten und für Geburtstagskarten und so und was weiß ich, Timeout, Betriebsausflug sorgt. Das wären sozusagen venusische Anknüpfungspunkte, aber wenn die Venus dann zum Beispiel anstrengend gestellt ist, dann kann das auch sein, dass man da viel Gift und Galle und Frustration abkriegt. Ja, mit Mars hat man dann natürlich ein ganz anderes Programm. Da habe ich mal ein Foto gemacht, da bin ich dran vorbeigegangen und ich liebe einfach diesen Esel, der da auseilt. Und auch toll, dass sich da schon jemand dran zu schaffen gemacht hat und da die Hälfte ausgekratzt hat, als ob das schon ein marsischer Mensch sozusagen an diesem Ding, was jemand da aufgeklebt hat, dann rumgekratzt hat. Sowas liebe ich ja immer sehr, aus dem Leben gegriffen sozusagen.
Und Menschen, die ihren Mars ins sechste Haus einbringen, die müssen natürlich irgendwie diese Kraft konstruktiv nutzen, denn sonst wird es destruktiv. Das sind dann Menschen, die vielleicht auf Krawall gebürstet sind oder vielleicht auch anfällig sind für Unfälle im Alltag oder sowas. Also ihr könnt euch ja vorstellen, Mars ist ja nun nicht der einfachste aller Planeten, den muss man auch zu nehmen wissen. Jupiter im sechsten Haus findet man unter anderem bei Menschen, die einen hohen Anspruch an Leichtigkeit, an mehr ist mehr statt weniger ist mehr im sechsten Haus haben. Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Das können zum Beispiel Leute sein, die tatsächlich so eine Art kleines Sonnenscheinchen sind. Das können sehr großzügige Leute sein. Das können Leute sein, die im sechsten Haus, also im Alter, sozusagen ihren Sinn suchen und diesen Sinn nicht nur suchen in Begegnung mit anderen Menschen oder in der Entschuldigung, in der Auseinandersetzung mit Dingen, die den Horizont erweitern. Was weiß ich, vielleicht arbeitet man in einer Sprachschule oder so. Oder auch Menschen, die also andere Leute begeistern wollen. Jupiter kann ja auch immer etwas Begeisterndes haben. Dann wissen wir aber, Jupiter, gerade wenn er in roten und grünen Aspektwinkeln steht, dass das over the top ist. Also zu viel ist dann auch nicht gut. Also man kriegt den Hals einfach nicht voll. Man neigt zu Übertreibungen. Und brennt dann vielleicht auch schnell aus. Also mit Jupiter im sechsten Haus kann man durchaus auch Burnout anfällig sein. Gut, Saturn hat ja auch immer zwei Seiten. Es ist ja so dieses Ernste und Vernünftige und Pflichten. Und ich denke, Saturn hat sozusagen eine natürliche Affinität auch zum sechsten Haus, genauso wie zum zehnten Haus, weil das ernste Häuser sind, wo es einem auch ganz gut zu Gesicht steht, wenn man Verantwortung übernimmt. Aber das kann natürlich auch sein, dass man hier also eine Art Leistungsschacke hat und sehr hart mit sich umgeht, also sehr karg und hart ist und ist auch wieder übertreibt. Also nochmal, sowohl Jupiter als auch Saturn können in beide Richtungen gehen. Saturn kann etwas Stabilisierendes haben. Saturn kann aber auch etwas Destruktives, Entwertendes haben. In der Regel nach der ersten Saturn-Rückkehr mit Ende 20 findet man dann im sechsten Haus seine Aufgabe. Man ist hier aber vielleicht auch ähnlich wie beim Mond anfällig für psychosomatische Symptome. Ja, Saturn kann auch was mit Knochen zu tun haben, mit Haut, solche Sachen. Ich habe euch nachher ein durchaus auch Saturn betontes Horoskop rausgesucht, um euch auch zu demonstrieren, dass also Saturn, wenn man ihn gut integriert, immer auch ein freundlicher Planet sein kann, der also wie in so einer Art Team einem Sicherheit gibt. Und je älter man wird, umso mehr, also quasi umso weniger mit diesem Prinzip auch hadert. So, Uranus knallt dann wieder in eine ganz andere Richtung. Also Uranus in sechs kann ein ungewöhnlicher Alltag sein, kann eine ungewöhnliche Berufswahl sein, kann zum Beispiel darauf hinweisen, dass man auftragsbezogen arbeitet oder freiberuflich arbeitet. Man hat vielleicht sehr originelle Arten und Weisen, sich zu ernähren oder für seinen Körper zu sorgen. Es kann hier immer wieder zu Umbrüchen kommen. Vielleicht hat man auch viele verschiedene Jobs. Vielleicht braucht man auch diese Abwechslung und manchmal überrascht das Leben einem vielleicht auch mit diesen Veränderungen im sechsten Haus. So, Neptun auch wieder ein sehr trickiger Geselle. Neptun kann uns zeigen, wo wir sozusagen symbiotisch, lustvoll in etwas aufgehen. Zum Beispiel, wenn man einen sozialen Beruf hat, so wie ich denke da
regelmäßig drüber nach, weil ich auch solche Leute als Klienten anziehe. Und dass der Grad zwischen, es ist lustvoll für andere Menschen etwas zu tun, ich kriege dann auch was zurück, man ist den Klienten ganz nah, indem man das Leid teilt und zusammen die Wunden leckt und nach Lösungen sucht. Das kann etwas sehr Befriedigendes haben. Und manchmal merkt man zu spät, oh, ich bin total ausgelutscht, ist wie das Duracell-Häschen, was dann nicht mehr trommeln kann. Deshalb immer Achtung, Achtung, Achtung mit Neptun. Neptun birgt potenziell die Gefahr, sich zu verlieren. Man hat dann keine Grenzen mehr. Und dann muss man desillusionieren, man muss in die Enttäuschung gehen und das kann etwas sehr Schmerzhaftes haben. Deshalb immer suchen, wie weit bin ich noch inspiriert, wie weit ist das Ganze noch lustvoll und wo kippt das dahin, dass ich mich verliere, dass ich zum Opfer werde. Also gerade im Alltag, gerade in der Arbeit. Ich meine, man muss nur an die vielen, vielen Frauen mit ihren Doppelbelastungen denken. Es sind ja in der Regel Frauen, es sind natürlich auch Männer, aber die sozusagen einen Fulltime-Job haben und dann nach Hause kommen und dann auch noch den Haushalt und die Kinder machen und die dann irgendwann ausbrennen. Wie gesagt, Männer neigen auch mehr dazu, in diese Rolle zu verfallen. Oft ist es so, ich habe neulich wieder eine Horoskopbesprechung gehabt, wo die betreffende Person überhaupt kein Gefühl dafür hatte, dass sie eigentlich schon komplett ausgebrannt war und einer Illusion hinterhergelaufen war. Und die Aufgabe dann tatsächlich, und oft wirkt interessanterweise gerade Saturn als Korrektiv, indem man seine Grenzen sucht, indem man zum Beispiel lernt, Leuten abzusagen oder zu sagen, das ist zu viel, obwohl man ein schlechtes Gewissen hat, dass man das sozusagen langsam, langsam, langsam lernt. Und natürlich kann Neptun auch darauf hinweisen, dass man einen ganz besonders originellen, künstlerischen Anspruch an den eigenen Alltag hat. So, Pluto auch wieder kann in verschiedene Richtungen gehen. Ich sage immer, Pluto kann etwas Leidenschaftliches haben, aber auch etwas Besessenes. So, also überall, wo wir Pluto im Horoskop haben, ja, kann schon für uns selber und für unsere Mitmenschen sehr anstrengend sein, aber wir können nicht anders. Es geht einfach unter die Haut. So. Das heißt, dass Menschen mit Pluto im sechsten Haus vielleicht in ihrer Arbeit, in ihrem Alltag ganz besonders verbissen, besessen sind, aber auch ganz viel auf die Reihe bringen, weil Pluto natürlich der resilienteste Planet ist, denn der hat ja immer wieder damit zu tun, dass wir uns neu erfinden müssen. Das ist eine sehr interessante Konstellation, die aber auch sehr, sehr anstrengend sein kann. So. Mit den Mondknoten, das könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man zum Beispiel den absteigenden Mondknoten im 12. Haus hat und den aufsteigenden im 6. Haus, dann ist der Fokus ganz besonders stark darauf ausgerichtet, dass man in dieser Inkarnation sozusagen den Alltag gebacken kriegt. Andersrum, wenn der absteigende im 6. Haus steht, dann geht es vielleicht darum, dass man mit dem aufsteigenden im 12. eher sich für andere Sphären öffnet. So, jetzt habe ich den Chiron vergessen. Chiron im 6. Haus können helfende Berufe sein. Es kann aber auch sein, dass man selber sehr leicht zu verletzen ist, sowohl seelisch als auch körperlich. Und das muss man dann natürlich auch verpackt kriegen. So, ich möchte jetzt mit dem ersten Horoskop anfangen. Und das ist das Horoskop von Betty White, die letztes Jahr gestorben ist im Alter von 99 Jahren. Und natürlich könnt ihr euch alle an die Golden Girls erinnern. Und Betty White war ein ganz besonderer Mensch. Nicht nur, dass sie von allen Leuten hoch gewertschätzt wurde und anders als ihre Rolle als Rose Nyland in den Golden Girls, war sie ganz besonders schlau, ganz besonders pfiffig, hatte einen sehr ironisch-sarkastischen Sinn für Humor und war alles andere als die naive Rose aus St. Olaf. Das ist übrigens auch der Grund, warum sie diese Rolle so gereizt hat, weil sie mal eine dumme, naive Blondine spielen wollte. Bevor wir uns mit ihrem Horoskop befestigen, vielleicht nochmal für alle, die nicht mehr wissen, wer Betty White ist.
Die hat bis ins hohe Alter gearbeitet. Also die war wirklich fleißig. Ihre Assistentin hat immer gesagt, also wenn sie sich trifft, um die Woche zu besprechen, und da waren irgendwie, da gibt es 2 Stunden Freizeit oder da ist ein halber Tag frei, da wurde sie sofort schlecht gelaunt, hat gesagt, nee, 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 da möchte ich was anderes tun. Also das geht so nicht. Betty White ist einer der wenigen Künstlerinnen, also Künstler und Künstlerinnen kommen ja dann oft mit so einer sehr tragischen Kindheit und sozusagen aus der Not dann kompensierend die Kunst gemacht. Nein, Betty White, Einzelkind und hatte 2 sehr liebevolle Eltern, die beide sehr lebensfroh waren und mit ihr viel herumgereist sind. Die waren zelten, die waren wandern, die ganze Familie war wahnsinnig kinderlieb. Und so hat die kleine Betty sozusagen von Anfang an ganz viel Liebe gekriegt, ganz viel Pragmatismus und auch ganz viel Lust auf das Leben. Also eine wahnsinnig lebenshungrige Frau, die übrigens, die könnt ihr auch mal googeln, Maria Riva, das ist die Tochter von Marlene Dietrich, auch Ende der 40er Jahre eine der Pionierinnen im US-amerikanischen Fernsehen war. Ihr müsst euch das so vorstellen, in den 40er, 50er und noch bis in die 60er Jahre wurden TV-Sendungen und TV-Spots live aufgenommen und übertragen. Das heißt, es durfte kein Patzer geben. Die Leute mussten wirklich zack, zack, sich in 3 Minuten umziehen und die Rollen mussten sitzen und das hatte noch etwas sehr Pionierhaftes. Ich meine, Ende der 40er, Anfang der 50er hatten ja auch noch nicht alle Leute einen Fernseher. Das war was ganz Besonderes. Also erinnert euch, 1953 haben sich viele Leute einen Fernseher angeschafft, um die Krönung der Queen live und in Schwarz-Weiß zu verfolgen. Und also nicht nur, dass Betty White ein absolutes Arbeitstier war. Also die ist dann jeden Morgen um 9, um 3 aufgestanden, ist in das erste Fernsehstudio, dann ins nächste Fernsehstudio. Also die hat teilweise also wirklich Werbespots und an 3 Fernsehshows gleichzeitig gearbeitet, hatte auch oft die Hauptrolle und hatte so viel zu tun, dass sie gar keine Zeit für Mann und Kinder hatte. Also oben rechts. Das ist Bill Ludden, ihr Ehemann, den sie, glaube ich, mit 40 oder so kennengelernt hat, der auch ein, der war Talkshow-Host und die beiden haben sich absolut geliebt und vergöttert. Sie war dann auch die Stiefmutter für seine 3 oder 4 Kinder und die hatten auch immer ganz viele Tiere, meistens Hunde. Der ist dann irgendwann gestorben, leider. Und Betty White hat tatsächlich bis ins hohe Alter gearbeitet. Die wollte vor der Kamera stehen. Und die hat ganz viel Geld immer eingetrieben. Die hat zum Beispiel in den 70er und 80er Jahren auch eine Tiershow gehabt, also in dem, also wo sie für Tierheime Tiere vermittelt hat. Dann hat sie Prominente eingeladen mit ihren Hunden und Katzen. Sehr, sehr unterhaltsam, aber auch sehr hilfreich. Also bitte googelt sie. Auf YouTube gibt es ganz fantastische Filme sozusagen, wo sie mit Affen ist und mit Papageien und also einfach eine unglaublich entwaffnende Frau, die wie ein kleiner Duracell-Hase wirklich durchs Leben geprescht ist. Also alle Leute, die mit ihr in Kontakt gekommen sind, waren megamäßig beeindruckt über diese entwaffnend ehrliche und wirklich energiegeladene Frau. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir dieses Horoskop verpackt kriegen. Also ihr seht schon, ich habe dieses Horoskop übrigens nochmal. Also das nächste Horoskop, was ich euch mitgebracht habe, das ist ein Mensch, der sogar noch lebt, der 92 ist. Ich finde immer, ich bin ja, ich habe ja die Hälfte meiner Kindheit in 2 Haushalten verbracht. Meine Eltern waren ja noch sehr, sehr jung und ich war oft bei meiner Uroma und ihrer Lebensgefährtin. Also die waren nicht lesbisch, aber die waren sozusagen, die hatten eine WG, wenn man so will. Das heißt, ich habe auch viel Zeit mit 2 alten Damen verbracht und deshalb habe ich eine hohe Affinität.
Was das Thema Altern angeht. Ich finde das wahnsinnig interessant und wir leben in einer Zeit, wo sich alles so ein bisschen umdreht. Es gibt viel mehr Sichtbarkeit, es gibt viel mehr Wertschätzung und es gibt viel mehr Freiheitsgrade. Und insofern ist es auch wichtig, dass zum Beispiel Künstler oder auch andere Menschen sichtbar bleiben. Und man mit diesen Menschen nicht nur mitaltert, sondern sozusagen auch Vorbilder hat. Solche Menschen haben unbedingt eine Vorbildfunktion, auch dass sie nicht sozusagen mit 65 in Rente gehen und sagen, nö, ich habe Lust weiterzumachen. Ich weiß noch, meine Paartherapie-Ausbildung hat ein Pärchen gemacht, die schon Mitte 70 waren. Und alle ihre Freunde haben immer gesagt, Mensch, dass ihr euch das noch antut, legt doch die Füße hoch. Und die haben gesagt, nö, wir arbeiten aber gerne, wir lieben unseren Beruf, wir machen es ja freiwillig und das hält uns jung. Ne? Ist natürlich auch so oder so, je nachdem, aber das ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür. So, wir gucken uns an. Wir haben eine Steinbock-Sonne in Konjunktion zu Venus. Vielleicht keine klassische Schönheit, aber ich würde sagen, eine Frau, die immer ausgestrahlt hat, dass sie sich mit sich vielleicht nicht schön, aber also bestimmt gewusst hat, dass sie ein liebenswerter Mensch ist, der Liebe ausstrahlt und insofern diese Sonne-Venus-Konjunktion, die findet man meistens in den Horoskopen von Menschen, die, also wenn nicht alles andere dagegen steht sozusagen diese Freundlichkeit ausstrahlen. Merkur ist in Wassermann, also und die drei teilen sich sozusagen das sechste Haus. Und Sonne ist natürlich auch noch Horoskopherrscherin, indem wir einen Löwe-Aszendent haben. Ja, also für Menschen, die im Rampenlicht stehen, ist natürlich der Löwe-Aszendent sehr, sehr geeignet. Wir haben übrigens diese breite Stirn. Guckt euch das mal an. Das findet man häufig bei Aszendent Löwe. Guckt euch mal das Gesicht von Marilyn Monroe an. Das ist auch eine breite Stirn. Jetzt hatte Betty White leider nicht diese klassische Löwenmähne. Die hatte sehr feines Haar, aber ansonsten, also so der Gesichtsschnitt. Also der Aszendent verrät auch viel über unseren Gesichtsschnitt aus. Okay, also die Sonne hat ein Trigon zum Mond, was zum Beispiel auch die harmonische Beziehung ihrer Eltern zueinander mit einfängt. Und mit Mond in Jungfrau, das ist sozusagen wie eine Art Echo-Effekt aus dieser sechsten Hausbetonung. Mit Mond in Jungfrau möchte man sich auch nützlich machen. Und Sonne, Mond, Aszendent oder Venus in Jungfrau, da findet ihr in alten Lehrbüchern auch manchmal sowas wie, hat keine Zeit für die Liebe. Und das stimmt für Betty White natürlich auch. Und ihr Mann hat ja auch sehr viel gearbeitet. Insofern hatten die viel Verständnis dafür, dass beide immer auf Tour sein wollten. Die Sonne hat einen sehr weiten, aber trotzdem ein Quadrat zu Jupiter. Also Liz Green sagt ja, dass man bei Mond und Sonne durchaus einen Orbis von 12 oder zumindest 10 Grad haben kann. Und wenn ich mir das hier mal so angucke, die Sonne ist auf 27 Grad, der Jupiter ist auf 18 Grad. Das heißt, wir haben hier 9 Grad. Und ich würde sagen, Bingo, das nehmen wir doch. Gerade weil das für Betty White so wahnsinnig passt. Eine kleine Raupe Nimmersatt. Viel, viel, viel. Ja, ich habe ja dieses Buch von dieser Miss Piggys Ratgeber für alle Lebenslagen. Und eins meiner Lieblingszitate ist, dass Miss Piggy sagt, die Leute sagen immer, weniger ist mehr. Das ist doch Unsinn. Mehr ist mehr. Und dann gibt es halt auch diese beiden Bilder. Es gibt dann irgendwie so einen kleinen Keks und daneben gibt es eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und Miss Piggy wählt natürlich die Schwarzwälder Kirschtorte, weil sie sagt, nein, 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 nein. Also mehr ist mehr. Und das ist für mich, da denke ich immer dran, wenn jemand einen Jupiter-Quadrat hat. Also, ja, also das Leben ist ein riesengroßer Kuchen, von dem man sich ganz viel abbeißen will. Dann gucken wir, dass der Merkur sehr interessant steht. Der ist nämlich in Opposition zu Neptun. Und das passt sehr gut für Menschen, die Rollen spielen, die Schauspielern, weil man sich in etwas anderes sozusagen
fühlt. Die eigene Persönlichkeit ist flüchtig. Bei vielen Künstlern ist es ja oft so, dass so das private Ich für die gar nicht, dass das so getrennt wird. Die leben in ihren Rollen auf und bieten dann sozusagen auch eine Art Identifikationsfläche. Ich habe euch ja gesagt, dass Betty White auch sehr frech war, sehr ironisch, sarkastisch, und das ist der Merkur in Wassermann. Das sind immer Menschen, die leicht von der Stange springen und sich nicht in so eine Schublade pressen lassen wollen. Und durch die Dominanz im sechsten Haus in Opposition zu Neptun hat das auch etwas. Das Bissige finden wir übrigens durch die Quadratur zu Mars. Ja, Mars auch noch in Skorpion. Und das finde ich interessant, dass diese zuckersüße Frau durchaus auch zubeißen konnte. Also selbstverständlich auch eine selbstständige Frau, also dagegen entschieden, selber Kinder zu haben, weil halt keine Zeit, in den 40er, 50er, 60er und noch weit in die 70er Jahre sich immer dagegen behaupten musste. Und die hat das immer sehr schlagfertig und sehr witzig gemacht und hat jedem Mann das Wasser gereicht. So, und das ist natürlich etwas sehr Charmantes, wenn man auf der einen Seite sehr lustig ist und sehr freundlich und dann aber eine Grenze aufzeigt, so bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß über Betty White zum Beispiel, dass die, und das findet man manchmal bei Menschen, die sich gerne so berauschen an der eigenen Arbeit, dass die nicht gerne alleine war, habe ich ja schon gesagt, und dass die nicht gerne nichts gemacht hat. Das ging gar nicht. Das ist natürlich die Kombo aus Steinbock, was ja sowieso ein sehr, sehr fleißiges Zeichen ist, und dann auch noch im sechsten Haus des Dienens. Und jetzt gucken wir uns an, was ich euch eben versprochen habe, was dieses Horoskop auch so saturnisch macht. Der Herrscher des sechsten Hauses, wenn ihr das sehen könnt, also sticht in den Steinbock. Das heißt, wir müssen den Saturn suchen. Saturn ist rückläufig, erhöht in Waage an der Spitze des dritten Hauses. Das dritte Haus hat viel mit Marketing zu tun, mit Vernetzung. Und es passt eigentlich zum Fernsehen noch viel besser, weil ich euch ja vorhin erzählt habe, man musste wirklich wie so ein Bienchen von Blume zu Blume, von Drehbuchbesprechung zu Drehbuchbesprechung, Kostümprobe, Kamera, zack, bumm. Und der Saturn hat hier natürlich etwas wahnsinnig Fleißiges. Erinnert euch, Saturn in der Waage steht erhöht nach der klassischen Astrologie. Warum? Weil die Waage ein Zeichen ist, wo es viel um Regeln geht. Und Menschen mit Saturn in Waage haben zum Beispiel ein riesengroßes Problem damit, Sachen abzusagen. Das macht man nicht. Auch mit 40 Grad Grippe geht man irgendwo hin. Sonst hat man nämlich ein schlechtes Gewissen. So, jetzt guckt euch nochmal an. Der Saturn ist verbandelt mit Pluto und mit Chiron in einem T-Quadrat. Das elfte Haus hat nicht nur mit Gruppen zu tun, sondern auch mit gesellschaftlichen Themen. Und alleine schon durch diesen Tabubruch, eine erfolgreiche alleinstehende Frau in den 40er, 50er und 60er Jahren, die keine Kinder hatte, dann auch noch eine Frau, die später nicht in den Ruhestand geben wollte. Das sind alles gesellschaftliche Tabus. Weil es Betty White war, hatte das natürlich noch mehr etwas Entwaffnendes, denn wer mochte Betty White nicht? Das gibt es nicht, auf gar keinen Fall. Diese Frau war einfach unglaublich entwaffnend und lebenswert. Ich glaube, der Chiron steht dafür, dass sie versucht hat, anderen zu helfen. Es ist zum Beispiel bei Künstlern manchmal so, wenn man sie fragt, was gibt dir denn den meisten Auftrieb, das sozusagen andere Leute zum Lachen zu bringen, und ihre Arbeit mit den Tieren, die hat sich wahnsinnig für Tiere eingesetzt, hat auch, glaube ich, fast ihr ganzes Vermögen an den Los Angeles Zoo vermacht. Und das heißt, also sie hat auch immer gewusst, es gibt Wesen, die leiden und denen man helfen muss. Ich sage jetzt extra muss. Es ist nicht etwas Freiwilliges, sondern es ist etwas, was einem sozusagen unter die Haut geht. So. Neues Spiel, neues Glück. Ein Mann mit dem merkwürdigen Namen Gay, ja, hat, na, also
gay heißt heute homosexuell, schwul, aber eigentlich im US-amerikanischen Sprachgebrauch heißt gay lustig, gut drauf sein. Ich habe jetzt hier übrigens den Orbis ordentlich runtergeschaltet. Ich glaube, auf dem nächsten Chart ist es auf 100%. Und gay kann aber auch ein Name sein, übrigens ein Männername. In England, und da kommt er, glaube ich, her, heißt der Originalname eigentlich Gaylord. So. Der Nachname ist Tillys, also italienisch, Italese. Das ist ein Sohn italienischer Einwanderer, ein Schriftsteller, ein investigativer Journalist. Investigativ heißt ja sozusagen, man beforscht. Ich würde sagen, das deutsche Äquivalent dazu ist Günter Wallraff. Für diejenigen, die ihn kennen. Und ich zeige euch jetzt erstmal, mit wem wir es hier zu tun haben. Der Vater war Schneider und der kleine Gay hat immer einen kleinen Anzug mit kleinen Schuhen gehabt. Und sein sehr, sehr gepflegter Vater hat ihm von Anfang an beigebracht, wie man wie ein Hemd geschnitten sein muss und wie der Kragen sitzt und so. Es gibt ganz süße Bilder. Und dieser Mann ist sozusagen wirklich zwanghaft darauf bedacht, manierlich auszusehen, körperlich gepflegt zu sein. Das ist die eine Seite. Und das andere ist einfach, ähnlich wie Betty White, ist das auch jemand, an dem man nicht so vorbeikommt. Das ist einfach eine wahnsinnig raumnehmende Persönlichkeit, nur dass seine Karriere in eine ganz andere Richtung ging. Der hat ganz viele Bücher geschrieben und Kolumnen gehabt und der hat auch wieder hier so Tabus aufgedeckt. Unter anderem ist der in den 70er Jahren, woran seine Ehe fast gescheitert wäre, der ist in ein Nudistencamp gegangen, um da zu forschen, wo freie Liebe praktiziert wurde. Dann hat der, das könnt ihr, also für diejenigen von euch, die Netflix haben, gibt es eine Serie, die, glaube ich, Voyeur heißt. Und das ist auch wieder eine wahre Geschichte. Und zwar ein Voyeur, ja, hat sich ein Motel, kennt ihr alle, das ist, wo man mit dem Auto hinfährt, oder denkt an Bates Motel aus dem Film Psycho mit Anthony Perkins von Alfred Hitchcock. Und der hat tatsächlich, der hat, also wie so Downlights von oben, das hat man ja heute, hat der sozusagen so eine Art Boden eingebaut in alle Zimmer, wo er dann so kleine Löcher hatte. Und der ist dann tatsächlich dann auf allen Vieren über alle Zimmer gegangen und hat die Leute gefilmt dabei, wie sie Sexualverkehr hatten. So, damit nicht genug. Ne? So, solche Leute gibt es halt. Nein, er hatte irgendwie so einen Spleen. Er wollte sehen, dass, also er wollte der Welt zeigen, dass er genial ist. Er hat völlig einen an der Waffel gehabt und der ist zu Gay Talese gegangen, weil er dachte, Gay Talese kann ihn berühmt machen. Gay Talese hat gesagt, okay, ich interviewe Sie, wir können ein Buch draus machen, eine Doku machen, aber ich bin Journalist, ich nehme dazu keine Stellung ein, aber ich kann Ihnen auch nicht versprechen, dass diejenigen, die das dann lesen, Sie heilig sprechen. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Gesagt, getan. Es gab einen riesengroßen Skandal. Der war sogar auch verheiratet und diese völlig verdatterte, sehr dicke Frau wurde dann gefragt: Was halten Sie denn davon, was Ihr Mann da macht? Ja, weiß ich auch nicht. Also völlig verschüchtert. Das heißt, also Gay Talese hat gerne so Grenzbereiche, die auch wirklich über die Geschmacksgrenze gehen. Aber guckt euch den doch mal an. Alleine schon, wie der guckt, wie rotzfrech der guckt. Und es gibt auch Reportagen auf YouTube über ihn. Der hat in Brooklyn oder Manhattan, also es kennt ihr ja diese schmalen Häuser, und er hat zwei Häuser und in dem anderen Haus hat er sozusagen unten im Keller, hat er sein Archiv. Das ist also wirklich akribisch. Kästen, also wann er mit wem interviewt hatte und sozusagen wirklich ein absolut genialer Kopf, dem man nichts vormachen kann und der sozusagen auch zwanghaft sozusagen, er muss diese Geheimnisse aufdecken und er muss darüber schreiben. Also wer rastet, rostet, so nach dem Motto, und der gute Mann ist jetzt 92. So, gucken wir uns mal an. Ich finde übrigens, ja, man sieht, dass der Italiener ist, also man sieht die italienischen Gene absolut. Und ich finde ja auch,
Auf Italienisch klingt es viel besser, das klingt wie was zu essen, Talese. Das klingt viel geiler. Und guck dir die Nase an, großartig. So, jetzt gucken wir uns mal an, was diesen Menschen so besonders macht. Also auch hier haben wir wieder die Sonne. Diesmal aber interessanterweise nicht als Herrscherin von 1 wie bei Betty White, sondern als Herrscherin von 12. Wir erinnern uns, das 12. Haus kann ganz viel mit Geheimnissen zu tun haben, mit Rückzug. Und wir haben da den Jupiter, das heißt, das ist jemand, der eine blühende Fantasie hat, die er im 12. Haus auslebt. Und ich stelle mir das dann wirklich mal vor, wie er da in diesem Keller sitzt und diese ganzen Ideen hat und alles verschriftlicht und wirklich genial ist. Nur, dass das Ganze bei ihm natürlich auch noch veröffentlicht wird. Hier haben wir den Mars drauf sitzen. Und natürlich alleine schon, wie der sich kleidet, wie der aussieht. Das hat so dieses typisch wassermännische, ich bin nicht von der Stange. Also pack mich nicht mit anderen Leuten in eine Schublade. Gleichzeitig haben wir den Mond in Fische, in Opposition zu Neptun. Das heißt, wir haben hier eine Doppelung dieses Fische-Neptun-Themas. Und mit einer Fische-Neptun-Neigung kann man zum Beispiel Freude an Verkleidung haben. Kleidung bekommt eine Art Fetischfunktion. Ja, ich weiß da jetzt nicht so viel drüber. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, da die Ehe wäre fast auseinandergeknallt, als er da in den 70ern sich entschieden hat, einfach da in dieses Camp zu gehen. Das ist auch schon sehr fischig, dass man sich da so wegmacht, ne? Auch hier, ähnlich wie bei Betty White, haben wir einen überspannten Jupiter. Könnt ihr das sehen? Also eine Opposition diesmal. Und bei Gay-Talese hat es unbedingt etwas komplett Grenzüberschreitendes. Also jemand, der wirklich sehr artig neugierig und investigativ ist, dass er die Grenzen überschreitet. Und jetzt guckt euch mal an, wo, Entschuldigung, der Herrscher des 6. Hauses steht. Das ist der Uranus und der steht in 8. Das 8. Haus ist ja auch das Haus der Grenzüberschreitungen, der Sexualität und der Transformation. Auch hier haben wir wieder ein T-Quadrat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diesen Chiron in 9, er ist übrigens in einem sinnlichen Zeichen, im Stierzeichen. Das heißt, wir hätten hier vielleicht auch eine körperlich-sexuelle Note und im 9. Haus hat es viel mit Sinnsuche zu tun, aber auch mit dem Ausland. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein Vater als armer Immigrant aus Italien, also sozusagen, also in der Kindheit schon diese Ernsthaftigkeit dafür initiiert hat. Also sozusagen, wir sind neu in diesem Land, wir müssen uns initiieren. Was weiß ich, die Italiener müssen zusammenbleiben. Ich weiß von Gay-Talese zum Beispiel, dass er ein Agnostiker ist, ein Zyniker und die Familie, wie die meisten Italiener, waren aber hochreligiös. Und wenn man da aber gar keinen Halt findet, dann läuft man so ins Leere und muss sozusagen mit der Familientradition brechen, was ich ganz interessant finde. Also auch hier wieder, es gibt eine Menge Spannung im Horoskop und hier wieder dieses so sich anpassen können durch den Neptun auf dem Aszendenten. Ich weiß außerdem, dass Gay-Talese ein paar Mal am Herzinfarkt vorbeigeschlittert ist und es darf einen dann natürlich nicht wundern, wenn man so viel arbeitet und wenn man so besessen ist. Mit Mond in Fische hat man übrigens auch kein besonders gutes Gefühl dafür, wann die Grenzen sind. Fische ist ja ein grenzenloses Zeichen und mit Mond in Fische möchte man sich auch verlieren in etwas. Gleichzeitig sehen wir aber auch dieses sehr Charmante bei ihm durch die Venus in Fische und dieses sehr gefällige optische Erscheinungsbild und dieser messerscharfe Intellekt. Dann haben wir noch den Saturn in seinem eigenen Zeichen.
Und ich hab das leider nicht auf Deutsch. Ich habe das für das US-amerikanische Kepler College gemacht. Habe ich ein Filmchen gemacht über Planeten im Exil und im Fall. Und da habe ich auch ein Video über Wassermann gemacht, denn, und das ist natürlich ein bisschen absurd, wenn man nach der klassischen Astrologie natürlich die Planeten durchdekliniert, die Sonne ist im Domizil in Löwe und deshalb ist sie natürlich im Exil in Wassermann. Nach der klassischen Astrologie ist ein Planet oder ein Licht, die Sonne ist ja ein Licht und kein Planet, geschwächt. So. Das heißt aber auch, dass ein Zwölftel der Menschheit, alle Menschen, die Wassermann sind, sozusagen die Arschkarte haben, was ihre Sonne angeht. Und I don't know, irgendwie als moderner, psychologisch deutender Astrologe will ich mich damit natürlich nicht zufrieden geben. Und deshalb ist meine Krux daraus sozusagen eher sowas, naja, das sind halt Leute, die auf der einen Seite gerne im Mittelpunkt stehen und dann aber doch nicht. Es geht nicht um ich bin, ich bin, ich bin, ich, Löwe, sondern es geht darum, also pass mal auf, ich bin nicht so, ich bin nicht so, so schon gar nicht und nee, in der Gruppe fühle ich mich wohl, aber eigentlich bin ich schon wieder ganz anders und ich glaube, das ist einfach das Thema der Sonne in Wassermann, dass man so ein bisschen immer so ein bisschen draußen ist, so, aber das muss ja nichts Schlimmes sein, das kann man ja durchaus vielleicht auch genießen. So, ihr Lieben, das sind jetzt meine beiden Beispiele und ich mache jetzt eure Mikrofone an und ihr könnt gerne mit mir besprechen, wie ihr diese Horoskope findet, ob da irgendetwas ist, was euch auffällt. Wenn ich das denn hier alles finde, ja, ich finde das. Hier sind die Teilnehmer. So, jetzt kann ich eure Mikros anmachen, beziehungsweise ihr müsst das selber machen. Und ihr könnt mir entweder ins Chatfenster schreiben oder ihr könnt mit mir reden und könnt mir nochmal sagen, was weiß ich, ich möchte dir über das Horoskop von